So, ich musste ganz kurz Pause machen. Ich habe den Top of G-Center übersehen. Ist hier sofort da. Wir werden jetzt ganz kurz gucken, was unsere Anflugshöhe für Taipei ist. Dafür muss ich noch ganz kurz meine Charts öffnen. Und unsere Anflugsbahn rausfinden. Das ist RCTP 23 links. RCTP 23 links. Approach 23 links. Oh, die haben sogar ein ILS. Okay. Auf 2000 müssen wir da sinken. So. Also wir werden jetzt mal runtergehen, schalten auch unsere schalten auch alles andere wieder ein. Und wir können schon mal die Ansage machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän. Da wir in wenigen Augenblicken mit unserem Senkflug beginnen werden, werde ich gleich das Anschnallzeichen aktivieren. Ich bitte Sie deshalb, sich nun umgehend zu Ihrem Platz zu begeben und sich anzuschnallen. Danke. Ladies and Gentlemen, from the flight deck, we are just about to begin our descent and I will be turning on the seatbelt sign shortly. So please return to your seats as soon as you can. Thank you. Ja, wir machen das jetzt schon, sinken. Nicht erst nachher, weil ich habe das gerade vergessen. Ja gut. So. Ich werde mir die Charts schon mal, die habe ich hier nebenbei offen. Wir werden an einem Berg entlang fliegen. Dieser Berg hat eine Höhe von 3616 Fuß, dürften das sein. Und da müssen wir ein bisschen drauf achten, ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es böse endet. Wir müssen erstmal ganz kurz hier unsere Approach Phase ist schon. Gut, die aktivieren wir dann nachher. Wenn es dann soweit ist. Genau. Oh. Wir kommen an um in 22 Minuten ist unsere landen wir. Und wir müssen, nächster Punkt ist Drake, 16.400 Fuß haben. Ach nee, guck mal, hier waren es 23.41 Uhr. Kann eigentlich nicht mehr, weil wir haben es gerade echt 1.34 Uhr. 2 Stunden zurück, 23.34 Uhr müsste es da jetzt eigentlich sein. Ja. Wer weiß, was da schief gelaufen ist. Genau. Schöner A320, gefällt mir mit dem zu fliegen und wir werden ja heute auch den Livestream fliegen von Catania, von Berlin-Tegel aus nach Catania im Air Berlin 320. Ich freue mich auf den Flug und genau, seid gerne mit dabei, würde mich sehr freuen. Start 12 Uhr am Flughafen von Berlin-Tegel, genau. Ich habe, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, ein neues Projekt gestartet. Das sollte eigentlich nach Prey kommen, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Adventure- und Überlebensspiel.
Assassin's Creed Origins. Deswegen kommt das jetzt donnerstags, da wir ja What Remains of Edith Finch durchgespielt haben. Kommt Assassin's Creed jetzt donnerstags. Erster Teil ist Origins, der zweite dann Odyssey. Und ja. Ich guck noch mal ganz kurz auf die Metadaten von Taipei. Das sieht alles gut aus. Wir haben Sichtweite von 6 oder mehr Seemeilen. Das wären 10 plus Kilometer. Genau. Wolken. Ein paar Wolken sind noch auf 1500 Fuß. Und auf 20.000 Fuß sind dann aber wirklich. Ist dann wirklich bedeckt. Es werden die Wolken da vorne sein. Ich meine, das sind ja gleich auf 20.000 Fuß. Gut. Unsere Sinkrate gefällt mir auch sehr. Also das sieht auch echt gut aus. Wir sollen ja bei 16.400 Fuß sein. Und wir sind jetzt bei 19.200. Hier haben wir unseren Punkt. Genau. Kommen da angesegelt. Unsere 320.
Das macht das Ganze noch ein bisschen realistischer, finde ich, von der Farbgebung her, wenn das so ein bisschen dunkler ist. Das gefällt mir schon sehr. Gut. Jetzt haben wir den Punkt Drake in 4,8 nautischen Meilen. So, wir sinken ein bisschen schneller, als wir eigentlich sollen. Da unten ist Taiwan, das Ziel für den heutigen Teil der Weltumrundung, und der Flughafen, der ist dann hier hinten irgendwo im Bereich. Beziehungsweise das vorne hier, das dürfte Taipan sein. Mich schnell gucken lässt. Ja, genau, das sind Taiwan. Der Flughafen Taipei liegt dann. Hier ist eine kleine Einbuchtung, dahinter liegt er dann. Hier ist die Einbuchtung und dann da hinten. Da ist jetzt unsere 320. So, wir hatten gesagt gehabt, Q&H ist 10:10. Müssen wir unsere Sinkrate hier ein bisschen verringern, so ein bisschen langsamer sinken. So, stellen wir auf 1200, das dürfte eigentlich reichen, dass der Flieger jetzt nicht so schnell absinkt. Bremst den Sinkflug erstmal noch ein kleines bisschen mehr aus, dass wir noch langsamer sinken. Weil wir eigentlich erst in 13 nautischen Meilen die 10.000 erreicht haben sollen. Hier. Ich weiß, na gut, 8.000 brauchen wir, aber sollen wir bei Sepia haben. So, 10.000. Landing Lights gehen auf On. Da sind sie rausgekommen.
So. Jetzt singt der Flieger wieder so, wie er es braucht. Also er singt jetzt wieder alleine, ohne dass ich wieder das eintrainen muss. Guck mal, ich finde die Lackierung mit dem Tiger, er finde ich richtig cool hinten mit dem... Mit dem Tiger hinten drauf. Das gefällt mir richtig gut. So, und der Airport, der liegt dann... Gut, sind wir jetzt nicht hier hinter der Säule. Gut. Hoffen wir dann mal, dass wir eine saubere Landung hinlegen werden. Hier sieht auch noch alles gut aus. Failures ist nix. Super. Okay, jetzt der verändert hier stetig die Höhe. Seht ihr das? Wir sollen jetzt bei dem Punkt 6540 Fuß haben. 6480, 440. Und das sind wir durch. 6410 Fuß hat man beim Durchqueren dieses Punktes. Gut. Beim Punkt Augur brauchen wir eine Höhe 4270 haben wir da. So, hier haben wir dann, kann man dann die erste Stufe der Flaps ausfahren. Dafür werden wir gleich den Speed noch einmal ein bisschen weiter reduzieren müssen. Ich schalte schon mal das ILS-Panel an. So, wir werden die Approach Phase aktivieren. Da vorne ist der Airport. Okay,
Meine verehrten Damen und Herren, wir befinden uns nun auf unserem Endabflug. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns für Ihren heutigen Flug gewählt hatten. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt an Bord und der Flug hat Ihnen gefallen. Ich freue mich, Sie bald wieder an Bord bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, we are now on our final approach. I'd like to thank all of you for flying with us today. We appreciate the business and we hope to see you again soon. Thank you. So, beim Punkt TP42, Höhe von 3100 bräuchten wir da. Wir sind also doch noch ein bisschen zu hoch. Wir sind schon ein bisschen niedriger, aber okay. Gut, jetzt wird sich gleich entscheiden, ob wir einen Manual Approach machen oder ob wir per ILS anfliegen. Ich hätte eigentlich Lust mal auf einen Manual Approach. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir jetzt Stück für Stück die Flaps ausfahren. Die Spoilers habe ich gerade gearmt. Und genau, jetzt haben wir hier 2000. Die Wolkendecke, von der wir vor uns geredet hatten. Zwei Rauten befinden sich schon bei uns im Blickfeld hier. Sie bewegen sich also, ich schalte jetzt den Approach-Knopf ein. Wir werden den ILS-Pfad, wenn wir einen haben, beim Punkt ICJN einfangen. Sind wir jetzt dann hier vorne? So, next flaps position. Gear down. Flaps full. So, I have control. So, die Cabin ist checked. Clear to land. Runway 23 left. So, bis jetzt dürfte ich sicher nur rot, genau, also wir sind relativ tief. Heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die Nase vielleicht noch ein bisschen weiter hochkriegen, dass wir unsere Sinkrate ein bisschen reduzieren, damit wir dann einen guten und hoffentlich auch weichen Touchdown auf der Runway 23 left haben werden. Oh, jetzt setzt er da nochmal ganz schön zu. Ich hoffe jetzt nur, es beginnt jetzt nicht zu regnen. Leichten Rückenwind von hinten links. 6 Knoten, 5 Knoten, 6 Knoten. Ja, der wackelt immer so ein bisschen. Also wir haben noch 4,6 Tonnen Treibstoff an Bord. Das würde ausreichen, um einen Go-Around zu fliegen. Da kann ich mal... So. Ja, ja. Stimmt hier. Unsere Glide-Slope-Höhe ist eingedreht.
So, ein bisschen. Approaching. 2, 3, left. Hoch mit der Nase. 500. So. 400. Die ganze Zeit ein bisschen tief hier. 300. Jetzt passt's. 200. 100. First idle. 50, 40, 30, 20, retard, 20, 10, 5. So, herzlich willkommen am Flughafen von Taipei. So, jetzt die Frage, wo rollen wir jetzt hin? So, ich würde sagen, wir stellen wir rollen ja vor zu so einem Gate, würde ich sagen. Mal gucken, an welches wir uns da jetzt genau stellen werden. So. Wie der Airport heißt, ist ja jetzt gerade egal. Wir wissen ja, wie wir rollen müssen. APU fährt hoch. So. Dann machen wir jetzt hier klar unseren Left Turn. Hier vorne zieht ein Gewitter auf. Schön zu sehen auf dem Radar übrigens. So, dann machen wir jetzt hier unseren Left Turn. Und lenken jetzt auf unser Gate ein. So. Runway Turn of Light aus, Taxi Light off. Sauber. So. Ich weiß nicht genau, was das hier für Schlepper sind, die hier teilweise an den Flughäfen stehen. Die stehen jetzt irgendwie seit neuestem immer da. Ich weiß aber nie, was das für welche sind und wo die für mal herkommen. Stand bis sonst nie da. So. Ich würde sagen, wir stellen uns hier einfach an die 737-300 ran hier. Oder ja, so. APU is running, APU bleed on. Dann gucken wir uns ganz schnell mal die Sofortwiederholung an, bevor wir den Flieger runterfahren. So, perfekt. Dann gucken wir mal.
So. Thrusters of Idle. Ah, das war aber eine schöne Landung. Das gefällt mir. Ah, jetzt. Und schön. Richtig schöner Anflug. Gut, ja, wir haben den Flieger vielleicht schon am Anfang relativ schnell hochgezogen, ich weiß es nie. Aber dafür eine schöne Landung. Ich bin ultra zufrieden gewesen. Mir hat der Flieger richtig Spaß gemacht. Hoppala. Engines off. Wir ziehen jetzt den Strom über die APU. Gut, Sam geht ja an dem Gate leider nicht. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Flug mit dem A320 von Flight Factor hier in der Zeiger Air gefallen. Wenn ja, zeigt mir das gerne mit dem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt und euch diese Videos gefallen. Checkt auch ganz gerne die neue Playlist aus, das neue Let's Play Assassin's Creed Origins. Lasst doch dort gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann eventuell heute noch bei unserem Livestream wieder. Berlin, Catania oder morgen Miami, St. Martin. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Haut rein. Ciao.